Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal BinkinBoldP. Mich schon wieder Apex Legends und zwar ist ein neues Event draußen und zwar Autoabzeichen. Das ist selbsterklärend, die Abzeichen müssen wir heute nicht aufsammeln, sondern umhand der quasi automatisch, wenn der Teammate stirbt. Ich sag mal gerne mal in der Runde und wir sehen uns dann gleich. Okay, wir sind bei der Landung. Wir sind in meiner ersten Runde in Apex heute. Ich habe vorher gerade, während das Update gemacht hat, mir quasi diese kostenlose Demo von Apex ausprobiert, von Titanfall Money. Die habe ich mir vor einer Zeit mehr downloadet. Aber ich bin nie so wirklich der Zucker mit zum Zocken. Und die war wirklich super cool. Ich bin da schon durch mit der Demo. Also ich habe die schon mal ein bisschen zockt. Und jetzt eben fertig. Die ist wirklich ziemlich cool, aber das Movement ist ziemlich unterschiedlich zu Apex. Deswegen war ich gerade eben letzte Runde ein bisschen lost. Also die letzte Runde habt ihr ja sowieso nicht gesehen, aber... Es ist doch ein ziemlich anderes Movement als in Apex in Titanfall. Flirkt man fast. Okay, hat ihn schon genockt. Das Ding ist, wir spielen eben Autobanner und das bedeutet, wenn er stirbt, hat der Teammate direkt sein Banner. Nein, der ist ausgerechnet oben. Ich hätte mir jetzt bei Evo hin können, aber ich vermute mir, dass er low ist. Okay, er ist überhaupt nicht low. Aber ich kriege ihn trotzdem. So, und da wir direkt das Banner haben, dank diesem Modus können ihn quasi instant respawnen. Und das ist das Coole daran. Ich finde ihn wirklich interessant und er macht sicher übertrieben Spaß. Ich glaube zwar nicht, dass es so in das Spuikema sieht. Weil dadurch war es viel zu einfach, seine Mates zu respawnen. Dann kann das im Prinzip jeder machen. Und das, glaube ich, war doch ein bisschen zu viele. Wobei, mir fällt gerade auf, es kann sogar seinen Vorteil haben. Denn das Problem vor Apex ist, dass man teilweise am Anfang vom Match zu viele Gegner sägt. Die stehen dann alle weg und im Laufe des Spiels sägt man eben keine mehr. Und dadurch gab es eben die Möglichkeit, dass man dass mehr respawned werden und dadurch hat man mehr Gegner bis zum Schluss. Aber es ist so, ich finde es irgendwie ein bisschen witzlos so, das ist einfach zu einfach. Aber naja, keine Ahnung. Schreibt es doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr dafür heute. Oh, ne, das ist der Map Fan. Hier haben wir so Fail gehabt. Bin daran so seitlich weggerutscht. Und dann einfach in das Loch runter. Oh, direkt wieder in der Bär. Die wollen doch gar nicht nachladen. Okay, das ist gerade richtig kacke, ich hab richtig viel Schaden gekriegt. Und wie gesagt, mein Apex Aim ist da momentan nicht ganz so gut. Ich muss da theoretisch nicht unbedingt bei meinem Mate bleiben. Wenn er jetzt sterben sweet, war das also vielleicht eher gut. Er darf halt nicht den besten Loot haben. Ich frage mich, ob hier gerade eben ein Gegner gelandet ist. Wieder genau das gleiche Mal. Ich frage mich, wo er reinkommt. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal nach oben. Okay, ich hab... Das war er, oder? 10 Sekunden. Ja, ich versuche mal zum Hin. Ist doch besser, wenn er lebt, wie wir das jetzt erstmal zum Respawn-Beacon laufen muss. Ufa, wenn Apex in Titanfall flirkt... Ich verwechsel die einfach mal die ganze Zeit. In Titanfall flirkt man förmlich. Und dann hat man noch einen Doppelsprung und einen Wallrun, der sich so fühlt, dass war er nix, als ob er so flirgt hat. Weil die Wallruns in Titanfall sind so smooth. Smooth. Und man fühlt sie, als ob gar nicht passiert hat. Oh mein Gott, aber mein Apex eben gerade. Titanfall ist nämlich die Empfindlichkeit anders. Ich hab keinen Bock gehabt, jetzt ewig jetzt zu stehen. Muss nachladen. Lade nach. Nein, das gibt's nicht. Oh, Kacke! Sehr gut, der Mate hat. Okay, wir nehmen mal Spitfire und G7. Da können wir direkt schon den nächsten Gegner. Das ist auf jeden Fall stressig. Oh, die haben sie da Zip gemacht. Nach da oben. Oh, das war ein guter Scan, wenn der jetzt einer peaked hat.
Die pieken mit ganz. Verwirren wir mal kurz die. Die haben ja jetzt schon miesen Highground. Ich hab dich reingelegt. Oh, okay, das ist wirklich eklig. Ich glaube, da konnte ich wenig machen, weil die Kiste ist so klein. Da konnte ich im Stehkörderkung nicht mehr. Außer ich pieke so links. Also links gesneakt pieken ist ja da eine Sache für sich. Mein Gott, das war zu übel obvious, ich bin viel zu lang gestanden. Alter, mein Apex, ey. Nee, er fightet schon wieder gegen den Squad. Ja, es bringt so nichts. Das Problem ist eher, die anderen pushen. Ich muss jetzt hier los, noch da. Aber schleunigst. Ich glaube nur mal mit den Ulti-Schläger. Ich bin sowieso im Inventar, braucht den euch nicht. Oh nö, oh nö! Oh, ich hab die Batterien nicht gekriegt. Das ist unlucky. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen out of zone überleben müssen. Nee, das gibt's doch nicht. Bleibt jetzt so wirklich im Ernst auf dem Dach sitzen? Der Mate hat einfach chillig looten können und die darf jetzt. Nur mir sicherheitshalber Zelle, damit jetzt nicht direkt out of zone weg stirbt. Er ist aus der Map gefallen oder was? Okay, schauen wir mal. Ah, er hat natürlich die Batterien rausgenommen. Natürlich. Okay, wir spawnen ja. Naja, zurück zu Titanfall. Ja, Titanfall ist eigentlich wirklich ziemlich krank. Die Waffen sind wirklich ziemlich ähnlich zu Apex. Natürlich ist es mit Schadenswerten natürlich nur ein bisschen unterschiedlich, weil ja die Feinde zum Beispiel unterschiedlich viel Leben haben in Titanfall, ist ja auch klar, das ist ja zum Beispiel zum Teil eben ein Story-Game. Also das, was wir testen können, war ja eben die Story. Und deshalb, ja, ist es eben so, dass die Gegner unterschiedlich viel Leben haben. Deswegen ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie stark jetzt die Waffen wirklich waren. Aber an sich sind die Waffen, ja, eben die gleichen. Warte mal, nur es gibt statt R301 gibt es eine R201. Das ist recht interessant. Ich weiß nicht, ob es die R301 auch noch in einem Spiel gab. Im Prinzip schaut es so genauso aus, vermutlich süß ein bisschen anders sei. Aber naja, also ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Das ist halt vom Movement nur was ganz anderes. Man hat übertrieben die Wallruns. Und ja, ansonsten, wie vorher schon erwähnt, im Sprung man fliegt so förmlich. Wenn man übertrieben lang in der Luft ist und dann hat man nur einen Doppelsprung. Ich hätte sogar jetzt Bock auf Hemlock, die habe ich vorher in Titanfall gespielt. Die war da echt stark. Aber da vorne haben wir zum Beispiel dieses Respawn-Schiff gesehen, wir haben schon zweimal respawned. Also es wird auf jeden Fall deutlich mehr respawn durch den Modus. Ist ja logisch, aber es ist wirklich ziemlich cool, finde ich. Ich bin wirklich nicht ganz sicher, ob es das haben Süd und Apex oder nicht. Aber wie gesagt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet, dass es fest in Apex implementiert wird. Ich habe, by the way, ich nicht verstanden, warum das letzte Event irgendwie so 2-3 Tage aktiv war. Und das, ja, und die Events davor waren gerade mal einen Tag an. Mein Teammate ist ja out of zone. Oh! Zum Glück hat die geschlagen, weil sie sagt es nicht. Ist noch dran, ne? Oh, ich komm wieder langsam rein ins Movement. Oh, come on, der lässt dich ja gar nicht hitten. Ja, jetzt bin ich tot. Wir müssen versuchen, mich möglichst wenig hitten zu lassen. Oh no. Ja, ah, ich bin finished worden. Er hat direkt mal Banner, aber ich glaube, es wird schwierig, dass er mich da zum Respawn-Sender bringt. Oh, ich habe Glück gehabt, dass die Lifeline zu dem Zeitpunkt alleine war, aber mein Aim war ja gerade komplett schrecklich. Das Ding ist in Titanfall, vor allem meine Empfindlichkeit so eingestellt, dass sie übertrieben langsam im Scope war. Ich würde sagen, wir spielen nur eine Runde, wir sind jetzt gleich. Okay, wir sind bei der Landung. Mein Schadenswert
Es ist mittlerweile Map Rotation, das bedeutet, wir spielen Olympus. Oh, kacke. Der Octane hat aber AK-Waffe, das ist soweit noch ganz gut. Okay, wir haben erstmal eine Waffe. Okay, wieder hoch. Nee, schade. Der Fuse ist gerade am Kugel. Oh no. Jetzt bin ich tot. Oh, sehr gute Methoden. Okay, es sind immer noch Gegner hier. Bin mir nicht sicher, ob der unten ist. Ne, offensichtlich nicht. Der ist noch hier oben. Hey, ich mach mal gut jetzt gewinnen, sag mal, das ist nicht mal. Okay, der war alleine. Oh, und ich hab vergessen, die zum Healen. Okay, war doch ganz gut. Übrigens auch nochmal zu Titanfall. In Titanfall habe ich eben keinen Bock gehabt, die Empfindlichkeiten jetzt für dieses kostenlose Testversion quasi. Meine Empfindlichkeiten jetzt halt zum Stehen, deswegen da waren die Empfindlichkeiten im Scope vor allem sehr anders. Deswegen war in der letzten Runde direkt gehabt. Im Scope ziemlich komisch unterwegs. Ah, schade. Wenn man da ganz kurz wartet, dann schafft man es auf Dings. Auf Lila, das habe ich versucht, aber ich bin absolut eine gute drin. Naja, aber ansonsten Titanfall hat wirklich Spaß gemacht. Ich werde mein Spiel auf jeden Fall holen, ich weiß noch nicht wann. Fällt mir, wenn es irgendwie richtig gut im Rabatt ist, so ist mal schauen. Und es gibt momentan Frühlingsangebote bei PlayStation und das bedeutet, man kann viele Spiele recht billig holen. Titanfall gehört leider nicht dazu. Oder ich glaube, das ist nur minimal. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt einen Rabatt hat, aber wenn, dann nur minimal. Es gibt auf jeden Fall aber PUBG. Und darauf hätte ich ziemlich Bock. Viele von euch werden das vielleicht sogar noch kennen. Also Battle Royale Spiele schon vor Apex und Fortnite existiert hat. Ich habe damals sogar ein paar Videos dazu gemacht, aber PUBG Mobile. Die Mobile-Version sieht ganz anders aus als die Konsolen-Version, deswegen gibt es dazu kein Crossplay. Aber dennoch, ich habe mega Bock drauf. Und wir haben es vielleicht heute für 30 Euro auf 10 Euro runtergesetzt. Mal schauen, ob es mir holen. Ich schick mal einen Köder. Oh, endlich werden wieder Fights. Aber erst dann 9 Squads in so einer Zone. Wobei jetzt sind es 8, weil die ja gerade immer am Fighten waren. Ich glaube, das hat eigentlich ziemlich nichts geändert. Ich weiß nicht, ob dieses Event so viel verändert. Also, ich habe schon ein paar Runden gespielt. Ich hab nicht das Gefühl, dass länger mehr Squads am Leben sind. Wobei das ja eigentlich quasi die Folge sein müsste, dadurch, dass jetzt. Dass die Teams jetzt nicht mal in den Fight 3 pushen, um die Karte zu holen, sondern einfach nur. Ich glaube, es ist dumm. Genauso viel zählen wie Syringes zu haben. Okay, hier soll ein Feind sein. Mal schauen. Oh ja, ja, das ist wirklich einer. Oh, der leckt ein bisschen, aber mein Aim war gerade nicht so gut. Tja, da war alles auf meinen Bot geschossen. Okay, wir können den eigentlich wegpushen. Der muss ja hier dann eigentlich alleine sein. Ja, komm, da bin ich jetzt richtig dumm, Dapper. Und jetzt kommt sein Mate. Ich bin der Richtige und mein Mate killt dich. Sehr schön. Oh, sie haben zum Fighten begonnen. Das ist die Kinder los. Ich glaube, ich hätte sogar Bock. Oder fighten die gegen uns? Hat mein Mate ein Triple Take? Ja, er hat Triple Take. Und das Sniper auf die Distanz können relativ wenig machen, deswegen schaue ich lieber. Dann haben die vermutlich unseren Mate geschossen. Wieso ich auf die Distanz das treffe? Okay, da schießt irgendwo der zweite Squad her. Naja, wir haben den Highground, wir müssen im Prinzip nur abwarten. Oh, bei ihm oben?
Okay, er portet sie aber weg. Ich muss hier bleiben. Wenn oben wirklich ein Squad ist, dann haben wir ein mieses Problem. Ja, da oben ist ein Squad. Und wir haben ein mieses Problem. Oh no. Okay, ich bin dafür, ich geh wieder weg. Ich bin noch gar nicht tot, das ist eigentlich ganz gut. Das hast du dir wahrscheinlich nicht zugehört. Jetzt haben wir Ulti benutzt, aber... Ne, sie hätten diese Dinger kennen, wo ich bin. Ah, okay, da oben ist der. Rotes Evo. Ich versuche mir meinen Respawn-Sender als kleine Deckung zu platzieren. Wenn er jetzt da durchrennt und dann direkt ist. Oh ne, wir splitten uns auf. Ich glaube, der Typ da oben ist sogar solo, aber. Ist trotzdem. Heide Gefahr. Vor allem, wenn unser Mate einfach. Hier so komplett abhaut. Mit 8 Batterien, ich kann die verschwenden, wie nennt man das? Ich habe sogar cracked. Henry darf mit der G7 auf die Distanz. Der Mate mag das wirklich pushen. Ich weiß nicht, wo der Gegner hier ist. Vermutlich ist er abgehaut. Aber ich gehe jetzt wirklich zu meinem Mate runter, weil es ist besser mit dem Mate als alleine. Wobei es eigentlich ziemlich dumm ist. Wir haben einen viel besseren Spot da drüben gehabt. Ah, komm wieder hoch. Oh, schade. Okay, er ist jetzt über uns. Ab noch drinnen, würde ich sagen. Oh, geil, sogar noch mehr Batterie. Oh, und natürlich gibt er Weiß. Okay, der ist knocked. Wie können meine Batterien verschwenden? Damit hat er nicht gerechnet. Oh, da sind wir direkt schon der Abstauber auf den. Der ist die Richtung, glaube ich, geflohen. Ja, also. Komm, den kriegen wir. Wir sind 2 gegen 1. Die Lower ist da oben. Den hören wir uns. Warte mal, vielleicht können wir einen Boxteil machen. Nein, der Mate hat ihn einfach finished. Na gut, wir haben trotzdem einen Easy Win gehört. War auf jeden Fall ein nice Round. Wir haben das mit dem Respawn leider diese Runde nicht benutzen können. Aber wir haben ja, ja, zuschauen können, ob das was ändert, wenn die Gegner mehr respawnen können. Und nein, es hat absolut nichts geändert. Ich habe das Gefühl, das Event macht das Respawnen eigentlich zu einfach und auf der anderen Seite ändert sowieso nichts. Also ich glaube, dass das Event, ja, die machen ja die Events immer dazu, um zu schauen, ob sie was ändern, ob sie es quasi fest ins Spiel einbauen können. Deswegen schaut mal gerne in die Kommentare, was ihr davor heut, ob ihr vielleicht andere Erfahrungen gemacht habt als sie. Aber in den Runden, die ich bisher gespielt habe, habe ich eher so das Gefühl gehabt, wie gesagt, es ändert nichts. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen lächerlich. Von daher, ich habe eher nicht das Gefühl, dass es ein Spiel implementiert werden sollte. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch der Pack gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo, dann ist es leicht, nächstes Mal wieder. Ciao!